So, da sind wir wieder. Let's Play Anno 2070 auf dem Gamerscope-Kanal mit Game Master und Yannick, hallöchen. Und wir legen direkt los, weil ich habe eigentlich hier einen leichten Engpass, was meine Robotikanlagen angeht. Das Schöne ist, ich habe jetzt meine Stoppuhr zeitgleich gestartet, weil irgendwofür muss die ja gut sein auf der Tastatur. Ach ja, klar, du hast ja da so eine schöne Stoppuhr auf deiner Tastatur. Ja, das ist toll. Man muss die nur mal nutzen. Ja, das andere? Das nächste. Man vergisst es halt gerne. Wir bringen hier wieder mal zurück ein paar von diesen. Können wir das eigentlich ausbauen? Den können wir sogar ganz ausbauen. Perfekt. Dann haben wir nämlich hier Flugeinheiten. Dann geht es hier vorne auch einen Ticken fixer. Jawohl, hier hinten haben wir unsere Robotics-Anlage. Ey, mir ist echt kalt irgendwie gerade, um mal kurz einen Themawechsel so schnell reinzuziehen. Was? Es zieht irgendwie auf meinen Rücken und wir verlieren an Mais. Das heißt, ich muss Mais nachher nochmal irgendwo hinsetzen. Hier geht nochmal gut. Es zieht irgendwie an meinem Rücken. Also Leute, so, warum. Wir müssen GM retten. Er hat ein ernsthaftes Problem. Mir ist kalt. Ihm ist wirklich kalt. Und Leute, weil ich nicht mehr weiß, was ich mit den Bauzellen anstellen soll, machen wir jetzt echt viel. Ja, wir machen jetzt nämlich echt viele Wohnungen hier hin. Die Wohnungsflut. Ja. Ich weiß nämlich echt nicht mehr, was ich mit dem Zeug anstellen soll. Und nachdem seit der sechsten Stunde meine Bevölkerung stagniert von der Bevölkerungsanzahl her, kann man das immer auch machen, ne? Könnte man. So mal nebenbei. Huch! Das war meine Energieknappheit jetzt. Halleluja. Erstmal kurz. Okay. Ich muss jetzt erstmal schauen. Ökobilanz. Haus. Werte steigen. Haus. Okay. Gut, so haben wir zumindest mal wieder eine positive Ökobilanz auf der Insel. Dann direkt wieder zurück. Die Executives müssen wir ja hier mal. Aha. Warte mal, was habe ich da gerade verdient? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das will ich mal kurz nachschauen. Letzter Handel. Dafür noch 3D-Beamer und. 3D-Beamer. Ach nee, 3D-Beamer habe ich verkauft. Kommunikatoren und Holz habe ich eingekauft. Wie sieht es eigentlich aus? Kommunikatoren müsste ich doch eigentlich wieder genug produzieren. Tue ich auch. Das heißt, wir nehmen hier mal aus dem Handel Kommunikatoren raus. Kaufen aber dafür. Fertiggerichte ein. Natürlich auch zu einem leckerlichen Preis. Wie soll das funktionieren? Und dann kaufen wir auch noch Service-Bots ein, wobei uns das, glaube ich, echt viel kosten wird. Na fuck. Ey, dieser Monumentsplan ist ganz schön komisch ausgearbeitet. Das wird uns echt immer einen Haufen Asche kosten, wenn die uns Service-Bots, verkaufen. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, erschaffen wir hier etwas richtig Großes. Ja, der Bedarf an Gemeinschaftszentren ist gestillt. Ich habe ja provisorisch umgebaut. Das passt jetzt alles wieder. 135%. Oh, es wird schnell weniger. Das heißt, wir müssen auch schnell reagieren. Und müssen da hinten direkt wieder. Direkt. Mais nachschieben. Das heißt, ich muss auch mal meine Baupläne suchen. Ich muss erstmal wieder die Kanne Tee. So rum war es eigentlich geplant. Wegstellen. Ich dachte, du wolltest schon Yannick Tee sagen. Yannick Tee, genau. Ich muss erstmal Yannick Tee wegschieben. Hier ist einmal der Tech-Baupläne. Abschieben. Tycoon. Und da sind wir bei den Ecos. So. Polizei. Wo haben wir denn Mais? Mais ja, Mais. Jetzt chillen. Gibt's Mais? Boah, 11.000. Mais einzeln. 11.000, was? Wegen funktionellem Essen habe ich 11.000 verdient. 11.400, ja, okay. Wollte jetzt auch nicht so kleinlich sein. Nicht schlechter Specht. So, ich brauche jetzt. Ich kriege jetzt auch eine Energieknappheit. Ich muss wieder Kohlekraftwerke setzen, die ich erst erfolgreich abgerissen habe, natürlich. Warum auch nicht? Warnung. Produktion gestoppt. Wie lange ist es so? Weit. Da,
Wobei, Moment mal. Aber das wird so nicht ganz hinhauen. Das Krankenhaus passt da perfekt rein. Und die Feuerwehr ist so ein unförmiger Glotz, die sich irgendwie nicht anpassen will, aber genauso groß ist wie das Krankenhaus. Was sind das eigentlich? Warum passt denn das nicht? Bist du gerade dabei, tatsächlich Feuerwehr und Krankenhäuser zu bauen? Ja, weil das im Plan so ist. Ich baue das mal, ich baue das ziemlich plankonform. Weil das ist baut plankonform. Ja, das hätte ich auch nicht von mir erwartet. Aber irgendwann muss man damit auch mal anfangen. So, dann reiße ich die ganze Stelle hier nochmal ein. Das nervt mich jetzt nämlich. Es geht besser. So, das habe ich nämlich da drüben auch schöner hinbekommen. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es anders hinbekommen. Sagen wir mal so, ich schaue mal so drauf. So, dann bauen wir die Polizeizentrale nochmal. Die kommt direkt hier hin. Kommt hier die Straße hin. Ich bin mal wieder ausnahmsweise kurzzeitig still, weil ich mich konzentrieren muss. Sachen, gell? Sachen gibt's, das ist... Ja. Unter aller Sau. Und jetzt passt die Feuerwehr wieder nicht rein. Was ist denn das? Jetzt haben wir wieder einmal Mais mehr. Das wird natürlich 1000%ig noch nicht reichen. Oh, da. Ach so. Hat doch nicht so funktioniert, wie meine Illusion es mir vorhin zunächst vorgeschwärmt hat. Wo ist denn das Schiff? Das liegt jetzt gleich ab. 13 Tonnen. Das sind schon mal mehr als vorher. Die 3D-Beamer, wie erwartet, sind eigentlich nicht das Problem. Es ist tatsächlich eher das, die Service-Bots. Kamen die eigentlich vorher oder nach den 3D-Beamern? Die kamen nach den. Ja, dann ist es logisch, dass die schwieriger sind. Aber die sind echt hart. Haben wir eigentlich auf der Hauptinsel einen Flussbauplatz? Nein, haben wir nicht. Schade. Sonst hätten wir jetzt ein Klärwerk hergeklatscht. Scheiß Bevölkerung, echt. Undankbares Pack. Das würde uns eigentlich nur echt Energie geben. Setzen wir einfach mal hierher und dafür können wir nämlich. Was kosten das? 120 und die hier. Eine Frage. Ja. Erfüllt ein Monument dann auch das Bedürfnis nach Aktivität und so? Alles. Deswegen ist das so wenig eingeplant. Ich denke mir schon, irgendwas, da fehlen doch ein paar Optionen. Bis aufs Wahrheitsministerium, das muss einmal gebaut werden anscheinend. Das habe ich noch nicht gesehen. Nee, eigentlich... Ah doch, tatsächlich, da müssen Bildungscluster hin. Also bei mir halt das Wahrheitsministerium, aber... Ach, da hinten fängt er schon an, seine Stadt hier hochzuziehen. Ja, mir ist langweilig. Tut mir leid. Sieht cool aus. Besonders so direkt neben deinem Atomkraftwerk hier. Ja, weißt du, es gibt halt keine Auflagen in Anno. Also, baue ich das jetzt einfach mal... Eine Tonne Servicebots. Super. Viel Spaß dabei. Ich brauche mehr Servicebots. Service-Bots. Oh Mann. Ich brauche weitaus mehr Service-Bots als nur eine Tonne. Und ich baue aus Langeweile meine Stadt aus und hoffe, dass es dann hingeht mit der... Wie war das nochmal? Das war einer und dann zwei. Das heißt, hier auf die Höhe. Dumping steuern. Dann einer da und dann da. So. Dann müsste das eigentlich hier wieder aufgehen, wenn wir bis da rüber gehen. Wie ich sehe, macht der Bau erfreuliche Fortschritte. Ah, Skylar Baines bedankt sich bei mir. Bei mir bedankt sie sich auch. Ich find's immer noch faszinierend. Ja, klar. Klar gibt die Behörde grünes Licht. Hallo, wir bauen das Monument jetzt schon zu Ende. Da wäre ich mir noch nicht so sicher. Doch, ich mir schon. Ich gesagt habe, das ist mein Ziel und danach kannst du machen, was du willst, aber das Monument wird zu Ende gebaut. Ja, yeah. Da träumt der Yannick wieder weiter.
Ey, du machst mich sowieso fertig. Also lass mich wenigstens mein Monument vollständig stehen, damit ich was Schönes zum Zeigen habe und danach kannst du gerne mich erschlagen, aber davor nicht. Nein! Aber. Ich habe eine Verschlechterung der Ökobilanz. Macht dich das zufrieden? Nee. Ja, wo hast du jetzt Bedarf hier? Was willst du eigentlich? Wer bist du? Das. Ja, du hast gar nichts zu melden. So. Yay, diese ständige Unterdrückung von einem Hustenreiz ist echt lustig. Ich könnte ohne Unterbrechung husten, das ist echt. Boah, zum Kotzen. Am besten redet man nicht darüber, dass man ständig husten könnte, weil das Husten, darüber zu reden, dann könntest du eventuell auf die Idee kommen zu husten. Husten. Wir haben ein Problem. Einfach der gleiche dumme Gedanke. Ja, ich wollte gerade sagen, zwei dumme ein Gedanke. Okay. So. Ja, Häuser kannst du reinstellen, ne? Die sind eins zu groß, dachte ich mir schon. Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen mehr Mais produzieren. Besonders da die Ökobilanz eigentlich auf der Insel immer noch den Mais relativ gut produzieren lässt. 30. Wir könnten doch hier hinten eigentlich auch. Ne, können wir nicht. Was kosten nochmal die hier? Ah, es ist kein Holz dabei und Holz fehlt. In der Tat. Er meinte so, mit uns arbeiten kann man es ja machen, oder was? Ja? Alarm. Na klar. Kriminalität. Hallo, wir sind Tycoons. Oh nein, Kriminalität erreicht kritisches Niveau. Ja, okay, die Stadt, die hat ein gewisses Level erreicht. Da kommen jetzt ein paar mehr Einwohner rein. Registriere Energieknappheit. Oh fuck, das ärgert mich jetzt gerade. Ich will eigentlich keine Gebäude abreißen. Weswegen ich jetzt das hier mache. Das ist nervig. Das heißt, ich habe auch keine Energie. So, das muss jetzt eine reichen. Dann bauen wir eben einmal kurz. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Executives halten die Klappe. Die kriegen irgendwie ihre Pharmazeutika. Den Schmuck kriegen sie jetzt auch nicht mehr. Was ist mit dem Schmuck los? So schmucklos hier. Kein Gold, willst du mich verarschen? Goldwäscherei, Juwelier, Goldschmelze, die machen doch. Und du kriegst kein Gold? Ökobilanz. Das ist ein Problem, so, oder? Werte steigen. Wir haben jetzt hier noch ein Solarkraftwerk. Ich wusste, irgendwann steigt der Bedarf. Dann haben wir nämlich wieder genügend Energie und können hier hinten unsere. Na gut. So, was brauchten ihr? Stahl. Beton und Stahl. Es ist mal wieder so typisch. Okay. Aber der Hafen wird gut bedient. Orientiert sich das? Also auf diese 7. Ja, doch, das rentiert sich. Das ist eine Tausender mehr. Wie schaut denn eigentlich dein Hafen aus? Das muss ich mir anschauen. Einfach so mitten in der Landschaft steht eine Andockstation. Deine Boote patrouillieren da, oder? Mhm. Lustig. Oh, es speichert. Spiel gespeichert. Sieht voll lustig aus, weil der eine fährt vor, die anderen ruckeln so hinterher. Ja, weil die anderen viel schneller sind. Und du scheinst eine gewisse Unzufriedenheit wegen Kriminalität zu haben, kann das sein? Ach, Schmarrn. Ach, das bildest du dir alles nur ein. Boah, Alter, die Stadt wird groß. Okay. So schaut Randbebauung aus. Also so fängt's an. Wobei, bei dir schaut es noch ein Ticken extremer aus, glaube ich. Ja, es geht sogar. Nicht bis an den Rand, aber du hast mehr Einwohner auf jeden Fall. Ich habe 13.000. Ja, bei mir sind es jetzt 9.000, also es steigt jetzt schon an. Ja, das sind die ganz vielen hinten halt, die kleinen. Ja, und die dann aufsteigen und dann werden es da wieder mehr und es steigt schon. Ja, es steigt immer so gemütlich dahin, ja. Das kann man schon sagen. Jawohl. Ich komme jetzt auch mit den Service-Bots
durch. Das ist vorteilhaft. Wenn der Mais jetzt hier hinten auch noch einigermaßen stagniert, bin ich zufrieden. Alarm, Feuerausbruch. Ich nicht. Ach, willst du mich jetzt verarschen? Jetzt bricht auch noch Feuer aus. Zumindest ist es bei mir so, wenn Feuer im Monumentsbereich ausbricht, da passiert nichts. Ist alles wirtschaftlich erprobt. Alle Brände gelöscht. Alle Brände gelöscht. Wir haben übrigens schon wieder die 15-Minuten-Marke. Ja, das stimmt. Zeig meine Stoppuhr auch an. Gut. Registriere neues Fahrzeug. Sekunde, dann gehe ich nur noch kurz mal los. Entwarnung. Kriminalität eingedämmt. So, damit ist die Entwarnung auch wieder geschafft. Das heißt, ich kann es... Oh, Mann. Das kann das hier weg. Es wird einfach nicht. Es wird einfach nicht. Dann kommt da wieder... Ja, jetzt komm. Energieknappheit, das ist keine Ausrede. Blockheizkraftwerk dahin. Und weg mit dem Solarkraftwerk. Ja, oder lassen wir das einfach stehen. Dann haben wir einfach mal Energie hier wieder auf der Insel. Wir lassen es einfach stehen. 13 Tonnen werden geliefert. 11 Tonnen sind noch da. Das heißt, es steigt tatsächlich. Also ich habe gute Chancen, da diese 50.000er Marke da zu knacken. Ich habe einen Auftrag für den Handel, dass ich bis zu 50.000 schaffen muss. Meine Ökobilanz geht gerade im Bach hinunter. Er hat so, immer noch nichts zu tun. Dann geben wir nur noch kurz dem Schiff sein Item. Das könnte etwas dauern. So. Jawohl, das Schiff ist auch fertig. Dann kommt es auch hierher. Aber irgendwie, wenn du die Ansicht ganz anders hast in Anno, als deine persönliche Grundansicht, dann ist das alles total verwirrend. Finde ich. Ja, meistens. Ich habe nämlich eine feste Ansicht, auf die schaue ich immer. Mein Gott, es kann doch nicht so schwer sein. Mach halt mal. Ich kann ja Energie herstellen, aber sich dann wundern, dass die... Naja. Möchtest du langsam beenden? Ich wäre dafür. Ja, wäre ich auch. So. Gut, dann ist das auch nur noch erledigt. Dann gehen wir nochmal kurz auf meine Hauptinsel. So. Jawohl. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Let's Play Anno 2070 auf dem Gamers Club Kanal mit Yannick und Game Master. Bis dahin. Servus. Tschüss.